Heute geht es motorsportlich zu bei der DTM, nämlich mit Matthias Ekström. Zunächst mal, wie schön, dass wir mal wieder ein Päuschen halten. Ist schon eine Weile her. Sag mal, wir sind jetzt hier in Moskau. Grundsätzlich, Moskau, ist das dein Ding oder nicht so? Gar nicht. Ich muss sagen, hier hinzureisen durch die Passkontrolle, das ganze Land allgemein ist nicht meins. Ich finde manche Gebäude schön, nette Fans haben die, coole Rennstrecke, aber der Rest ist nicht meins. Kann ich nachvollziehen. Sag mal, du hast doch so ein mega Reisemobil. Ich habe da so eine Geschichte gehört. Warum bist du dieses Jahr nicht richtig damit hier? Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben wir ungefähr gefühlt viel Geld verbraten in Unfall, weil die Straßen auf dem Weg hin so schlecht sind. Deshalb nach Moskau Raceway wird mein Motorhome nie mehr fahren. Aber dein Motorhome ist mega. Ich war ja einmal da. Das ist ja wirklich sensationell. Da fühlt man sich wie zu Hause. Ne? Du hast alles da. Ja, ich meine, mittlerweile nutze ich den fast mehr als Urlaubsfahrzeug für die Familie, weil so stressig wie die DTM mit zwei Rennen am Wochenende gibt es keine Zeit für die Hochschule. Und apropos Familie, du hast ja zwei Kinder inzwischen. Ich glaube, die sind aus dem Windelalter raus, aber hast du persönlich auch Windeln oft gewechselt oder hat das deine Freundin übernommen? Windeln oft gewechselt, das ist die falsche Antwort, aber ich habe mal eine Windel gewechselt, das stimmt schon, auf beide, mehrmals, aber nicht oft. Du bist natürlich viel weg, dafür war so eine tolle Ausrede jetzt, aber machst du im Ausland noch irgendwas, wenn du zu Hause bist? Ich koche sehr gerne und wenn man gerne kocht, dann isst man auch gerne zu Hause und dann durch. Jetzt ist es so laut hier, ich habe keine Ahnung, ob man das verstanden hat, aber ich glaube, du hast gesagt, du kochst gerne. Ja. Was denn so zum Beispiel? Ich koche alles. Momentan sind wir so eher auf die vegetarische Reise. Echt? Ja, das ist mal lecker, ein bisschen versuchen auf Fleisch und Fisch zu verzichten, aber mal so, mal so. So, nun, Matthias und ich haben da so einen kleinen Buddy-Gag, und zwar spreche ich kein Schwedisch, ich kenne nur einen Satz, den sage ich jetzt hier aber nicht. Ich finde, es ist höchste Zeit, dass du mir mal einen neuen Satz beibringst. Was soll das denn heißen? Jag är snäll. Jag är snäll. Ich bin schnell. Nee. Snäll, das heißt lieb. Ich bin lieb. Jag är snäll. Jag är snäll. Ich danke dir auf jeden Fall vielmals für dieses nette Interview, dieses liebe Interview. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin in der Saison und alle Jute, die Ohren steigen. Dankeschön. Danke, tschüss. Tschüss.